bin ja irgendwie auch schon in Herbststimmung, auch das Gefühl 30 Grad ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du eingeschaltet hast, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Katrin, ich bin 23 Jahre und ich studiere Dual Tourismusmanagement. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal wieder so ein paar Tage mit durch meinen Alltag quasi. Ich habe gerade im Moment 5 Tage Urlaub und verbringe die auch hier im Saarland bei meinen Eltern. Bin 5 Tage Urlaub und verbringe die auch hier im Saarland bei meinen Eltern. Und wir haben gerade schon eine kleine Radtour gemacht, aber allerdings habe ich nicht so viel Kraft, deswegen mussten wir die abbrechen. War aber trotzdem schön. Und ich mache mir jetzt mal was zu essen, weil ich habe gesagt, wie gesagt, gar keine Kraft irgendwie im Moment. Deswegen muss ich schauen, dass ich mal so ein bisschen Energie reinbekomme. Ich
Ich weiß, bis jetzt war es alles ein bisschen viel chaotisch. Ich hoffe, ich kriege es ab jetzt in den Griff. Wir fahren jetzt zusammen ins Fitnessstudio. Ich habe jetzt noch ein bisschen was für meine Hausarbeit gemacht und habe bei Social Media ein paar Beiträge geplant für die Arbeit. Genau, dann habe ich, wie gesagt, was für die Hausarbeit gemacht und jetzt brauche ich aber so ein bisschen Pause und dafür gehe ich nämlich jetzt ins Fitti. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Ich bin jetzt fertig mit dem Training und ganz ehrlich, der Vlog hat so angefangen, wie es gerade in meinem Kopf aussieht, ohne Witz, also total durcheinander, total neben der Spur. Ich muss im Moment noch meine Hausarbeit zu Ende schreiben, die muss ich bis Ende September abgegeben haben und ich muss noch meine Trainerlizenz, also das heißt muss, ich muss sie nicht fertig bekommen, aber es wäre sau cool, wenn ich die noch im September jetzt fertig bekomme, weil das zieht sich jetzt alles so lang und ich will es halt einfach mal in der Tasche haben, so meine Fitnesstrainer-Lizenz. Deswegen bin ich gerade irgendwie so durcheinander und ich habe generell jetzt auch noch Urlaub hier die Woche. Weswegen ich auch nicht so in meinen Routinen drin bin. Ich versuche halt hier ins Gym zu gehen und hier meine Routinen durchzuziehen und hier auch meinen Shred durchzuziehen, weil, falls ihr mir nicht bei Insta folgt, ich bin gerade im Shred drin. Also ich esse gerade im Defizit. Das mache ich jetzt 6 Wochen lang, um einfach so ein bisschen zu definieren. Mein Training war richtig gut. Ich habe heute komplett einfach Oberkörper trainiert, weil ich am Freitag keine Zeit mehr habe, für ins Fitti zu gehen. Deswegen habe ich heute so alles in einem quasi gemacht. Und genau, hier gehen gerade so Typen vorbei und gucken mich blöd an. So, das ist irgendwie auch so ein Ding, wenn man sich selber filmt an öffentlichen Orten, wie ich. Ich stehe halt gerade auf einem Parkplatz und ich kann ja mal hier rumdrehen, da sind einfach gerade so 2 Typen vorbeigegangen, haben mich gerade voll blöd angeguckt. Man wird irgendwie immer so blöd angeguckt, wenn man sich selbst filmt. Ich habe jetzt hier gerade auch mal beide Fenster aufgemacht, weil es einfach so unglaublich heiß hier drin ist. Ich habe gerade überlegt, dass ich noch kurz in DM gehe, aber glaube ich mache ich das doch nicht, fahre einfach direkt nach Hause. Okay, ich stehe jetzt wieder vor meiner Haustür und was ich eigentlich sagen wollte, schon von Anfang an von diesem Vlog, was alles ansteht, wieso ich eigentlich mitfilme. Ich muss noch ein bisschen produktiv sein heute. Ich muss in meine Hausarbeit ein bisschen weiterschreiben zumindest und ich muss noch ein bisschen was von meiner Trainerlizenz lernen. Dann gehen wir heute Abend noch essen. Wir waren heute auch schon eine kleine Fahrradtour machen. Nur eine kleine, weil ich null Kraft in den Beinen habe, wirklich. Ich war gestern im Beintraining, das hat mich komplett zerstört. Also meine Beine haben null Kraft und am Sonntag sind wir noch 38 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Deswegen, und ich war 2-mal laufen. Ich war am Sonntag laufen, als wir auch die Radtour gemacht hatten. Da war ich 3 Kilometer laufen. Übrigens das allererste Mal nach meinem Fußbruch wieder. Und ich war gestern laufen 4 Kilometer nach meinem Beintraining. Deswegen, meine Beine sind tot. Da geht heute gar nichts. Deswegen müssen wir nach 10 Kilometern rumdrehen. Auf jeden Fall, morgen fahren wir dann noch nach Trier. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, weil wir treffen uns da mit meiner Godi. Und ja, ich freue mich einfach richtig darauf. Und dann am Donnerstagmorgen habe ich noch einen Friseurtermin um 9 Uhr. Ich will meine Haare ganz hell haben. Also eigentlich so hell, wie es geht. Mal gucken, ob die das machen können beim Friseur, ohne dass die danach tot sind. Aber ja, auf jeden Fall Strähnen am Ansatz, weil der ist halt übel rausgewachsen. Und generell meine Haare, die sind so krass lang geworden einfach. Viel zu krass. Ich bin mal gespannt, wie lange sie an Weihnachten sind, weil ich will sie eigentlich bis auf den Po haben. Also so lange, wie es geht, will ich sie jetzt eigentlich haben. Und ich will die halt in so einem Eiston eigentlich, also so ein fast weiß. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das will ich eigentlich auch schon länger. Aber irgendwie hat das bis jetzt nie geklappt. Naja, sehen wir mal, ob das vom Donnerstag klappt. Aber ich gehe hier kaputt im Auto. Ich muss jetzt unbedingt reingehen.
auch schon in New York, ja. Die hat eine richtig nice Jacke, die hat aber leider auf dem Haken viel besser ausgesehen als an mir. Vielleicht gehen wir später nochmal ins New Yorker, dann kann ich es nochmal zeigen, aber generell hat New Yorker gar nicht so viele schöne Herbstklamotten, die ich erwartet habe. Aber ja, wir starten ja jetzt auch erstmal und mal gucken, was wir noch alles so finden. Und ja, ich freue mich schon richtig auf die ganzen Herbstklamotten, weil Herbst ist eh so voll mein Ding, auch klamottentechnisch. Ich bin ja irgendwie auch schon in Herbststimmung, auch wenn es gefühlt 30 Grad ist, aber ja. Okay, ich habe gerade hier die Jacke nochmal gefunden. Die ist so ähnlich wie die, die ich im New Yorker gesehen hatte. Die probiere ich jetzt mal an. Mal gucken, ob die besser aussieht. Okay, die sieht nicht besser aus wie die im New Yorker, obwohl ihr hier auf dem Bildschirm gefällt mir. Ist besser als in echt irgendwie. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Hose liegt, weil die ja auch schon weiter und so Lederoptik ist, dass es deswegen vielleicht ein bisschen doof aussieht, aber ja, keine Ahnung. An sich finde ich eigentlich so einen Stil echt cool, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so gut an mir aussieht. Keine Ahnung. Also wir sind jetzt gerade im Vero Moda und ich habe hier den Pulli jetzt schon mal gefunden. Den finde ich eigentlich ganz schön. Der ist eigentlich auch ein bisschen länger, also könnte man auch mit einer Leggings irgendwie anziehen oder halt in einer engen Jeans irgendwie so reinstecken, aber den finde ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, der kommt auch mit. Also ich hätte jetzt noch hier die Sonnenbrille oder eben die, aber dann mache ich eher die schwarze, weil eine schwarze habe ich noch gar nicht. Bin unsicher. Wir waren ja Mittagessen in so einem veganen Restaurant, das hat hier neu aufgemacht, das war richtig gut und da waren wir noch ein bisschen shoppen und waren jetzt gerade noch ein Eis essen und wir haben uns jetzt gerade von meiner Gudi verabschiedet und meine Mama und ich gehen hier jetzt allein noch ein bisschen durch die Stadt. Ich bin schon gut fündig geworden, also ich habe 3 Pullis bis jetzt, 3 Herbstpullis, die sind richtig schön. Einen hat mir meine Gudi schon vorzeitig zum Geburtstag geholt und meine Mama hat die anderen beiden sogar bezahlt. Ja, da freue ich mich einfach riesig drüber und jetzt gehen wir einfach so noch ein bisschen shoppen durch die Stadt. Wir haben jetzt 3:45, es ist richtig heiß jetzt im September noch, also der Sommer gibt jetzt nochmal in seinen letzten Zügen Vollgas. Und das ist eigentlich genau mein Style. Ich muss mal gucken, was er kostet. Vielleicht nehme ich den noch mit. Aber so einen ähnlichen hatte ich mir eben geholt. Mit hier so einem Reißverschluss. Aber das ist halt voll mein Style. Wir waren jetzt gerade
gerade noch im Zara und ich habe mir die typische Lederjacke geholt. Genau, und ich wusste gar nicht, dass es hier so Self-Checkout-Dinger beim Zara gibt. Ich glaube, das war auch neu. Auf jeden Fall, ja, Tüte ist gut voll. Jetzt fahren wir nach Hause. Gerade bin ich auf dem Weg zum Friseur. Meine Haare sehen mittlerweile schon so schlimm aus, dass ich sie in einen Dutt gemacht habe. Ich bin mal gespannt und ich freue mich jetzt auf den Friseur. Und ich liebe es wirklich. Es ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also hier überall so schön hell und wir haben jetzt inzwischen schon 2:30 und ich habe halt noch gar nichts gegessen, weil ich hatte schon für 9 Uhr den Termin und so früh kann ich noch nichts essen. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal beim Bäcker noch ein Hörnchen geholt und das ja, wird jetzt mein Frühstück / Mittagessen / Snack. Ja, weil ich habe jetzt doch echt Hunger. Ich dachte mir, ich zeige auch einfach mal gerade noch schnell, was ich mir gestern alles in Trier gekauft habe. Also es ist auch alles aktuell. Also findet ihr gerade auch alles in den Stores. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Also ich habe mir einmal im Zara ganz klassisch die Lederjacke geholt, weil ich fand die einfach so richtig schön. Und ich habe keine Lederjacke, beziehungsweise ich hatte 2. Eine hat sich total aufgelöst und ist zu eng und die andere hat sich nur aufgelöst. Also die kann man sogar nicht mehr anziehen, weil das einfach schon total da flattert. Deswegen habe ich mir die nochmal genommen. Das ist jetzt Größe S. Ja, also da passt super noch ein Pulli irgendwas drunter. Das ist mir halt wichtig, dass sie nicht so eng irgendwie an den Armen ist. Und ich finde die einfach richtig schön. Dann habe ich mir einmal noch eine Jelly Whale, eine richtig nice Sonnenbrille gekauft. Also ich finde die einfach nur so richtig cool. Meiner Mama gefällt sie gar nicht, meiner Gudi gefällt sie auch nicht. Aber ja, was soll ich sagen? Ich finde sie cool. Dann habe ich aus dem Only dieses Oberteil. Das fand ich einfach auch richtig schön. Das ist so ein schöner Kuschelpulli mit einem Reißverschluss hier oben und ich liebe einfach gerade total dieses beige-schwarz gestreifte. Habe ich noch aus dem Vero Moda. Einmal hier den Pulli. Der hat einfach so Herzchen da drauf und ich finde das so schön. Und der ist so ein bisschen cropped, also nicht ganz so lang. Und die Ärmel sind so ein bisschen so Trompetenärmel, heißt es, glaube ich. Fand ich einfach nur richtig süß. Dann habe ich hier nochmal einen Pulli aus dem Only und zwar, das sieht man vielleicht jetzt nicht so gut, aber das ist ein dunkelblau und kein schwarz. Einfach so ein Pulli, das ist einfach voll mein Style. Ich liebe sowas total oversized. Längere Ärmel, den gab es auch nur noch in L, aber ist egal, war halt richtig oversized. Aber ich finde den auch nur einfach so schön. Hier einmal noch, ich glaube, das ist mein Lieblingspulli, mein neuer Lieblingspulli, den hat mir meine Godi vorzeitig zum Geburtstag geschenkt. Und ja, den habe ich auch aus dem Only und den gibt es auch gerade und ich finde den einfach so schön, einfach so bunt, ist halt mal was anderes. Der ist auch ein bisschen länger als der Strick mit den Herzchen. Ja, ich finde den einfach so schön, auch von der Farbe. Genau, das war meine Shopping-Ausbeute. Ich mache hier gerade noch einen kleinen Spaziergang, um ein paar Schritte reinzubekommen, weil ich habe ja jetzt die ganze Zeit beim Friseur, es waren übrigens 4 Stunden, ich habe 4 Stunden beim Friseur gesessen. Es dauert bei mir immer so lang, weil meine Haare ja auch ziemlich lang geworden sind. Und Strähnchen machen dauert halt eben übel lange bei mir. Aber ich dachte mir, ich mache mal gerade so ein kleines Catch-up, was bei mir gerade alles so ansteht. Wie ich ja schon gesagt habe, habe ich gerade Urlaub, 5 Tage. Morgen fahre ich auch wieder nach Wiesbaden, weil ich am Samstag arbeiten muss. Und ich bin ja auch gerade im Shred, also ich will ein bisschen definieren.
Da ist ich erst im Defizit. Und ich bin 6 Wochen im Schwert. Ich bin heute bei Tag 18. Und falls ihr mir auf Insta folgt, da poste ich auch jeden Tag so ein Update von meinem Shred-Tag und was ich für Übungen gemacht habe, was ich im Gym gemacht habe. Schaut da gerne mal vorbei, weil da poste ich, wie gesagt, jeden Tag und ich poste da auch generell ganz viel in die Story. Also schaut da gerne mal bei meinem Instagram-Account vorbei, heißt da katrin.99. Und es läuft auch ganz gut mit dem Shred, muss ich sagen. Also mein Zwischenergebnis, ich bin jetzt in Woche 3. Und ich habe seit Anfang, also ich habe genau nach meinen Klausuren angefangen mit dem Shred und seitdem habe ich jetzt schon 1,5 Kilo abgenommen. Ich bin auch am Tracken und gucke halt, dass ich im Defizit esse. Aber ganz ehrlich, gestern habe ich nicht getrackt, wäre auch schwierig gewesen in Trier beim Essen gehen. Das kann man ja einfach nicht genau eintracken, das funktioniert ja einfach nicht. Aber ich finde es eben total wichtig, dass man sich damit nicht unter Druck setzt, dass man das Ganze irgendwie in einer gesunden Art noch macht, dass es okay ist, wenn ich jetzt mal einen Tag nicht tracke. Ich meine, ich habe jetzt gerade auch ein Hörnchen gegessen und habe das nicht eingetrackt. Aber dass man da im Kopf irgendwie noch so frei bleibt und dass man sich nicht verrückt macht, wenn jetzt 2 Tage eben nicht so laufen wie geplant, dass man das Ganze irgendwie in einem gesunden Rahmen machen kann, dass man sich nicht damit unter Druck setzt, wenn man eben nicht jeden Tag und jedes Gramm und alles, was weiß ich genau, eintracken kann, weil ganz ehrlich, was Zeit braucht, um aufzubauen, also jetzt in dem Sinne meine Muskeln, die werden jetzt auch nicht innerhalb von 2 Tagen komplett weg sein. So, was Zeit braucht, um aufzubauen, braucht auch Zeit, um sich abzubauen. Und genau deswegen setze ich mich jetzt damit nicht unter Druck. Ich genieße jetzt hier den Tag noch, weil heute werde ich auch nicht tracken. Ich weiß auch noch nicht, ob ich heute Sport machen werde. Eigentlich steht heute Leg Day an. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich nicht nach Gym. Ich habe eher Bock, eine Runde laufen zu gehen. Mal gucken, ob ich das dann später auch noch mache. Also ich bin ja hier die Woche schon 2-mal laufen gewesen. Das erste Mal nach meinem Fußbruch. Und bei meinem ersten Lauf, das war am Sonntag, bin ich 3 Kilometer gelaufen. Und bei meinem zweiten, das war, glaube ich, Montag, genau, da bin ich 4 Kilometer gelaufen und meine Standardrunde hat 7 Kilometer. Und die will ich schauen, dass ich die jetzt nochmal laufen kann, entweder heute oder morgen. Schaue ich mal, wie es mir geht. Ich setze mich nicht unter Druck jetzt damit. Ab nächster Woche starte ich dann wieder voll durch. Klar, es ist auf der einen Seite wichtig, dass man diszipliniert ist, dass man in den Routinen drin bleibt. Aber ich meine, mein Gott, ich habe jetzt halt Urlaub 5 Tage und bin eh im Saarland und da kann ich eh nicht so krass in meinen Routinen bleiben. Deswegen, die 2 Tage hier ist jetzt eine Ausnahme, alles in einem gesunden Rahmen und macht euch nicht so verrückt damit. Es ist nicht schlimm, wenn ihr mal einen Rest-Day macht. Ganz im Gegenteil, Rest-Day ist einfach super wichtig, weil der Körper eben auch Regeneration braucht, damit die Muskeln wachsen können. Also Regeneration ist ganz wichtig und Schlaf wird auch einfach so unterschätzt. Schlaf ist auch einfach nur so wichtig, deswegen setzt euch bitte nicht unter Druck damit. Und genau, deswegen will ich auch schauen, mal gucken, dass ich gleich eventuell laufen gehe oder eben morgen, wie ja schon gesagt, aber die 7 Kilometer, die will ich jetzt eigentlich schon noch laufen, auf jeden Fall, weil, also ich schaff's auch vom Fuß her. Mein Fuß tut nicht weh, der hat die 3 Kilometer gut mitgemacht, der hat auch die 4 Kilometer gut mitgemacht und ich habe ihn nicht gemerkt danach. Also dem geht's wieder gut und ich bin so froh darüber. Genau, das zu dem Thema Shred und was sonst noch bei mir ansteht. Ich muss noch eine Hausarbeit schreiben. Damit setze ich mich ehrlicherweise im Moment auch ein bisschen unter Druck, was ich eigentlich nicht bräuchte. Auch bei Klausuren, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt im letzten Vlog, mache ich mir immer viel zu viele Gedanken und setze mich viel zu viel unter Druck damit, was ich eigentlich gar nicht bräuchte. Da muss ich einfach nur ein bisschen an mir arbeiten, dass ich jetzt in Zukunft nicht mehr so mich unter Druck setzen werde. Und da muss ich ja noch meine, beziehungsweise was heißt muss, ich will noch meine Trainerlizenz abschließen. Im September, maybe. Ich weiß nicht, ob ich mir da ein bisschen zu viel aufgenommen habe, aber ich schaue jetzt, dass ich die Zwischenprüfung bestehe, dass ich mich zur richtigen Trainerlizenzprüfung anmelden kann, damit ich das auch dann irgendwann mal geschafft habe. Also dieses Jahr safe noch. Also das habe ich mir definitiv als Ziel gesetzt, dass ich die auf jeden Fall dieses Jahr noch fertig bekomme. Und ach ja, ich war auch übrigens genau vor einem Jahr auf den Malediven.
Und das war auch mein allererstes YouTube-Video. Das habe ich im März hochgeladen gehabt. Und damals war auch noch gar nicht geplant, dass ich das hochlade. Ich hatte dann nur für mich privat so ein Travel Diary mal gedreht. Ich muss mal gerade die Hand wechseln, mein Arm fällt ab. Also ich hatte da privat für mich ein Travel Diary gedreht und für meine Family. Und ich habe mich dann im März dazu entschieden, einen YouTube-Kanal zu machen und aktiv auf Instagram zu posten. Und ich habe auch mit TikTok angefangen gehabt, aber ganz ehrlich, die Plattform, die gefällt mir nicht so. Deswegen, ja, egal. Ich habe auf jeden Fall auch noch TikTok, falls euch das interessiert. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da bin ich nur aktuell im Moment nicht so aktiv. Mal gucken, ob ich da vielleicht nochmal irgendwann aktiver werde, wenn mir die Plattform ein bisschen besser gefällt, aber im Moment liegt eben mein Fokus auf Instagram und YouTube. Aber schaut euch gerne mal mein erstes YouTube-Video an. Das ist das Malediven-Video. Ich verlinke es mal. Und dann würde ich auch sagen, beende ich das Video an jeder Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch gerne ein Abo dalassen. Da würde ich mich wirklich riesig drüber freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Baby, so